Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge von Police Simulator. Ja, wir gehen rein. Und zwar haben wir jetzt ein neues Gebiet noch freigeschaltet, aber da habe ich jetzt keine Lust drauf. Ich will jetzt nicht schon wieder zu Fuß. Nee, danke. Nee, nee. So, ich nehme jetzt den großen Bezirk. Weil da hatten wir nämlich die erste Verkehrskontrolle. Das sollte ich nämlich, müsste ich noch machen. Eine vernünftige Verkehrskontrolle. So, rein da. Da schon wieder. Jetzt wäre ich schon wieder fast dagegen. Der ist schon nice, ne? Der ist schon echt nicht schlecht. So. Wunderbar. So, fahre ich jetzt mal in die Richtung. Gucken, ob hier alles in Ordnung ist. Muss aufpassen, dass ich dir nicht. Was macht er überhaupt hier? Fahren Sie mal weiter. Hallo. Einmal weiterfahren. Wenn gleich grün ist und der nicht fährt. Welche? Diesmal kriege ich den Drecksack dran. Es geht wieder nicht. Hallo. Einmal rechts ranfahren. Okay, fahre ich mal ein bisschen zurück. Ja, es passiert nichts. Schade. Glück gehabt. Okay. Hast du Glück gehabt? Nee. Welches hat keinen Blinker gesetzt? Okay. Ich warte. Ah, ey, für Unterbodenbeleuchtung. Ist doch verboten. Ja, supi. An den komme ich auch nicht ran. Ich den Unterboden Beleuchtungs. Oh ja, Junge, 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 Junge. Was macht er? Was macht er? So, irgendwie klappt das mit dem Anhalten überhaupt nicht. So Glück gehabt. Ah, jetzt oder was? Ah, wunderbar, wunderbar, wunderbar. So. Aber bitte auf die andere Fahrbahn wechseln. Dankeschön, danke. So. Sie wissen, warum ich sie festhalte? Ich habe Sie wegen Ihrer Unterbodenbeleuchtung angehalten. Richtig, ist grün, darf sie nicht. Ich dachte, sie wäre aus. Nee, ist aber nicht aus. Den Führerschein und wenn möglich den Versicherungsschein bitte. Bitte schön, Officer. Gut. Gut. Kannst du wieder haben? So, dann steigen Sie mal einmal aus. Verlassen Sie bitte Ihr Fahrzeug und kommen Sie auf den Bürgersteig. Das wird jetzt hier eine allgemeine Verkehrskontrolle, mein Freund, ne? 21 sieht gut aus. So, einmal genau. Schön hinter dem Wagen, da passiert Ihnen nichts. So, einmal stehen bleiben. Und einmal pusten. Wunderbar. Dann machen wir noch mal einen Schnelltest. Wunderbar. Und Sie bekommen nur ein Strafmandat. Ich stelle Ihnen einen Strafzettel wegen der Oh, Unterbodenbeleuchtung 200, da haben wir aber aus. richtig Noch Cashmash gemacht. bis zu $200. Ja. Ach, kommen Sie schon. So viel? Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Das Tag. war's. Sie können fahren.
Einen schönen Tag noch. Klasse. Das hat doch super geklappt. Also stören die Lichter dann beim Anhalten. Okay, gut zu wissen. Willst du noch ein bisschen weiter wegpacken? Parken? Willst du noch ein bisschen wegpacken? Dann pack nur ein bisschen weg. Okay. Wenn grün ist, geben wir richtig Gas. Los, los! Ihr seid zu langsam. Was ist los? Passiert heute gar nichts hier? Ich hätte Bock auf eine Verkehrskontrolle. Hier durfte ich nicht rein, ne? Hier durfte ich nicht rein. Platz machen. Bezirk ist aber irgendwie größer. Ja, einer von denen hat Mist gemacht. Oh! Yo! Alles gut, Profifahrer und so. Schwere Körperverletzung. Was macht der? Ich habe keine Kontrolle mehr gehabt. Oh nein, ich wollte auch ohne irgendetwas jetzt. Oh. Ich bin am Tatort der Körperverletzung angekommen. Oh, was ist denn hier los? Da muss ich aber direkt die Mütze aufsetzen. Macht ihr Pause, Nickerchen, oder was ist mit euch? Guten Tag, die Dame. Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Ja, Officer, ich weiß sogar, wer das war. Wer war das? Eine Person war das? Einmal den Ausweis, bitte. Natürlich. Ich bin ein Gebiet. Ich sehe mich jetzt nach der gesuchten Person um. Neue Informationen zur Position der verdächtigen Person. 2.19, ne? Ist jetzt schon abgelaufen. Sie hat weißes Pulver unter der Nase. Ich darf sie nicht bestrafen, das ist das Problem, weil sonst verfällt das. Ich habe hier eine verletzte Person. RTW erbeten. Ja, aber nur für eine Person, oder nicht? Jetzt bin ich mal gespannt, ob der kommt. Aha, da kommt was. Aha, wunderbar. Mal gucken, wie viel er jetzt hilft. Wem er hilft. Das sind die, ne? Okay, was ist passiert? Ja. Hören Sie mich? Ich habe Schmerzen, aber nur leichte. Glück gehabt. Okay, super. Sie müssen zum Krankenwagen, wo wir Sie weiter untersuchen werden. Können Sie alleine gehen? Ob Sie alleine... Das gut. Geht. Ich gehe zum Krankenwagen. Wunderbar. Dann legen Sie sich doch nicht hier auf der dreckigen Straße. Sie ist verletzt. Danke, der Herr. Hallo?
Ja, jetzt ist die Frage wirklich, ob das jetzt auch für die beiden anderen hier zählt. Oder jetzt nur für die Dame. Da gucken wir mal. Müssen wir halt noch ein bisschen warten. Kann ja schon mal so ein bisschen. Er hat keine Brille auf. Hast Glück gehabt. Hätte sie sein können. War sie aber nicht. Wir wissen aber nicht, in welche Richtung sie. Ah, okay. Er kümmert sich um alle. Das ist schon mal sehr schön. Dann kann ich mich jetzt mal um die Verbrecher hier kümmern. Und wenn ich ganz viel Glück habe, kriege ich die andere auch noch dran. Das könnte sie sein. So, sie aggressive Stück. Ich halte sie an, weil sie einem Phantombild ähneln. Okay. Ja. Darf ich ihren Ausweis sehen? Hier, bitte. Sie hat aufgerissene Hände. Was soll das denn bedeuten? So, wegen der... okay. Wir haben einen Notfall. Wer ist verfügbar? Ja, ich nicht gerade. Ich muss sie festnehmen. Wegen Körperverletzung. Bin Was? Unterwegs. Vielleicht schaffe ich das noch. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Verstanden. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. Wunderbar. Das ist sehr freundlich. Gar keine Zeit mehr hier. 115 Fußgänger. Diese Frau hat gerade Abfall auf die Straße geworfen. Das ist nicht so tragisch. So, hier sind wir alles mit fertig. So, dann wird sie... Ihren Ausweis bitte. Hier ist der Officer. Der war abgelaufen, ne? Ich weiß nur nicht, ob sich das irgendwie wieder zurücksetzt. 219, ja. Haben wir ein Problem. So, dann kriegen sie nämlich schon mal einen... Sie bekommen einen Strafzettel wegen des abgelaufenen ja. Führerscheins. Da mache ich aber auch keine... 70 bis 150 Dollar. Halben Sachen, ne? So viel für ja. so eine kleine Sache? Klar, sicher. So, und dann taste ich sie nochmal ab wegen dem weißen Pulver unter den Näschen. Aber Kokain, glaube ich, gibt es hier... Nein, nein, nein! So, nochmal einmal. Smartphone, Streichholzbriefchen und ein Klappmesser. Rechtfertigt das jetzt eine komplette Durchsuchung? Ich hoffe es. Na, ist ja genau das gleiche, okay. Ja, hier kriegst du direkt einen dran. Sie führen ein Springmesser mit sich. Bitte, Officer. Ja, bitte bleiben Sie hier stehen. Ja. Um eine verdächtige Person festzunehmen. Genau. Einmal hier stehen bleiben, bitte. Verstanden. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. Wunderbar. Ich muss nämlich los. Ich habe einen schweren Unfall. Einen ganz schweren Unfall. Da muss ich jetzt unbedingt hin. Denke mir, der zeigt mir den Weg. Das war knapp. Der zeigt mir nicht den Weg, der zeigt mir nicht den Weg. Oh. Sag mal, hast du eine Vollmeise? Keine Zeit dafür, ich habe einen schweren Unfall. Beschissenen Sirenen hier an. Jetzt ist das wirklich ein schwerer Unfall. Oh mein Gott, was ist hier passiert? Fotos machen von den Idioten hier. Nee, doch nicht. Oh nein. Huch. Oh nein.
Das ist ja Wahnsinn. Gehörte da nicht der eine auch noch dazu? Weil ich habe ja jetzt nichts mehr großartig hier zu machen. Fotografieren konnte ich jetzt noch eins und Ding. Gut, so. Wunderbar. Haben wir jetzt hier vorne noch einen? Also sie hat sie von hinten geschoben und sie haben die Fußgänger mitgenommen. Okay. Hallo. Ich habe hier eine verletzte Person. RTW erbeten. Aber zügig. So. Hallo. Was passiert? Diese Person ist plötzlich abgebogen. Kein Blinker, nichts. Hallo, Tür. Hä? Haben wir den Ausweis? Führerschein und Führerschein, ermöglicht ja. Den Versicherungsschein, bitte. Alles. Bitte schön, Officer. Sofort. Dankeschön. Frau Young, 22, ja, 21, okay, ist wunderbar. Können Sie wieder haben. Sehr schön. So, einmal ein Testchen. Ja, das ist in Ordnung. Ich glaube 08, ne, war das. THC, auch in Ordnung. So, dann haben wir hier schon mal nichts mehr abgelaufen. Nein. Hallo? Den Führerschein und wenn möglich den Versicherungsschein, bitte. Das ist Ihre Schwester. Okay, Sie haben schon mal keinen Versicherungsschein. Das heißt, Sie bekommen schon mal von mir Sie bekommen einen Strafzettel wegen Fahrens ohne Versicherungsschein. Warum ist das so teuer? Ja, das, die Preise mache ich. So. Ich habe geblinkt. Ich habe alles richtig gemacht. Okay, ja, glaube ich Ihnen nicht. Aber es soll nicht mein Problem sein. So, 0,000. Haben wir nochmal einen Drogentest. Wunderbar. So, dann können Sie schon mal den Bericht mitnehmen. Hier, Ihr Unfallbericht. Gut und ausführlich dokumentiert. Danke, Officer. So, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Damit fahren Sie aber jetzt nicht mehr. Ein Auto muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position. So, Hallöchen. Einmal den Unfallbericht. Hier. Ihr Unfallbericht. Natürlich, er wird in Kürze bei Ihnen sein. Er ist wirklich ausführlich. Ja, so, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, weil der Wagen wird ein auch Auto abgeschleppt. Muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position. Boah, wer hat den denn so zerlegt? Natürlich, er wird in Kürze bei Ihnen sein. So, jetzt versuche ich mal einmal, mich irgendwo hinzustellen, wo ich nicht so wirklich störe. Aber ich muss jetzt noch warten, bis die Autos natürlich abgeschleppt werden. So, stelle ich mich mal kurz hier hin. Warte. Ja, da kommt schon mal der Kollege, das ist schon mal sehr schön. Und dann muss ich noch auf die beiden Abschlepper warten. Das kann auch sein. Ah, die stehen auch dahinter, hinter dem Krankenwagen leider. Ah, blöd. Blöd, 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 blöd. Ja, die kann selbst gehen. Was machst du hier? Du musst doch jetzt nicht hier durch, oder? Du siehst doch, dass das nicht funktioniert hier. Einmal weiterfahren, bitte. Was macht der Wagen? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wie soll man jetzt hinmachen? Alle Zeugen haben einen Bericht erhalten. Bonus 30. Wunderbar.
Nimm schweren Unfall auf. Bonus 10. Wunderbar. Ach, die kriegen wir ja nichts hin. Der steht da einfach. Guck mal, der bewegt sich gar nicht mehr. Der ist kaputt. Der ist hängen geblieben. Beide gefriest. Ihre Schicht ist um, Officer. Oh, was ist denn hier das Problem? Ach, sie musste sich übergeben. Okay, in Ordnung. Weitergehen, weitergehen. Wir halten den ganzen Verkehr auf, Meister. Nächstes Mal parken Sie aber bitte ein bisschen woanders, ne? Okay. Was wäre denn jetzt passiert, wenn sie nicht laufen hätte können? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nicht Beifahrer. Mal gucken, ob ich die Abschlepper irgendwie hier getriggert bekomme. So, einmal vorbeifahren, Jungs. Einmal vorbeifahren, ja? Einmal vorbeifahren. Ach doch, vorbei. Ach, müssen wir jetzt echt warten, bis der wegfährt? Die stehen beide noch draußen. Nimmst du sie nicht mit? Oh, nee. Jo, lass sie da, ne? Ist in Ordnung. Einfach stehen lassen. Passt schon. Okay, in Ordnung. Hm. Jungs, jetzt bleibt doch nicht jetzt noch an der roten Ampel stehen. Ihr habt einen Einsatz hier. Macht hinne. Warum bleibt der denn jetzt da stehen? Jetzt sag mir nicht, er bleibt stehen wegen der roten Ampel. Oh Mann, das kannst du dir nicht ausdenken, ne? Jetzt blockieren die auch noch die Strecke. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hör mal, Kollege, was ist denn jetzt dein Problem hier? Weiterfahren. Ja, ich habe keine Zeit. Ich muss jetzt los, weil sonst krieg ich wieder einen dran. Ich muss da durch. Macht Platz. Oh, pass ich durch. Mann, wie fahrt ihr denn? So, eingeparkt, aufsteigen und rein. Ich hab den gefahren. Alles in Ordnung. Der sieht noch super aus. Gar kein Problem. Nichts passiert. Hallo. Tschüss. Feierabend. Frank Miller. Ein Vollprofi. Ein Meister seines Fachs. Ah, ja. Siehst du? Keine Miesen. Sag ich doch. Meister. Meisterhafter Typ. So. Baytown, okay, neue Nachbarschaft. Wunderbar. Baytown ist freigeschaltet. Gut, das war's für die Folge. Ich verabschiede mich und sage bis zum nächsten. Bis dahin.